Put your hands together for Dave. Ja, herzlich willkommen in Jim Panzers Folterkeller mit dem wunderschönen Namen Autofragger. Hier ist natürlich euer Tony Crime und ihr seht das erste Reverse-Gameplay von mir zu der von Jim Panzer gestellten Aufgabe. Spiele MK3A1 oder USAS 12 mit Splittermunition und Infrarotvisier, entweder auf einer Close Quarters oder einer beliebigen Team Deathmatch-Karte. Das habe ich gemacht. Ihr seht hier das Gameplay auf Close Quarters, Operation 925. Er spielt mit der USAS 12 auf der PlayStation 3. Und zwar, warum Folterkammer? Ja, am Anfang, die erste Runde, war es für mich die Folterkammer, als ich probiert habe, locker lustig dieses Gameplay mal nachzuspielen. Und nach einer Eingewöhnungsphase, die ja doch ein, zwei Runden gedauert hat, war es dann für die Gegner, glaube ich, die Folterkammer. Weil ich dann noch relativ gut damit umgehen konnte. Ich muss ehrlich sagen, ich sage, die erste Runde habe ich geraged ohne Ende. Also es ist wirklich, ich hätte ausrasten können und dachte mir, wie kann man sich nur so einen Mist ausdenken. Und ich dachte, Jimpanze will uns nur den Tag versauen. Allerdings ist es dann, hat sich dann irgendwann später rausgestellt, wenn man sich so auf ein paar Sachen eingestellt hat, dass es gar nicht so schlecht sein muss. Also wie gesagt, am Anfang habe ich halt die Fehler gemacht, zum Beispiel ich stand zu dicht am Gegner und habe mich dadurch schon selber verwundet, wodurch ich halt dem Gegner schon die Hälfte der Arbeit abgenommen habe und dann ja relativ schnell tot war. Oder ich habe gegen irgendeine Wand oder sowas doch im Gefecht geschossen, wodurch ich mich auch selber gekillt habe. Oder ich habe versucht, aus kurzer Distanz noch in das Scope zu gehen, was halt natürlich auch unheimlich lange dauert und die Sicht unheimlich verändert. Bis man sich daran gewöhnt hat, sieht man sich schon selber in der Killcam. Also ja, war eine ganze Menge Sachen, die man richtig scheiße machen kann oder wo man übelst failen kann. Wenn man sich aber immer darauf eingestellt hat, geht's einigermaßen. Also wie gesagt, ich spiele jetzt auch die USAS. Mit der MK3 bin ich nicht so wirklich zurechtgekommen. Also das war, normal spiele ich die eigentlich ja doch ganz gerne, obwohl das doch bei meinen Teamkollegen eine der Schreckenswaffen ist. Gerade im Modus Waffenmeister ist das die Waffe, wo die meisten Leute am längsten hängen. Ich habe da nicht so jetzt die großen Probleme mit der MK3 normalerweise, aber in der Konstellation war es auch für mich wirklich kein Spaß. Und deswegen habe ich mich dann für die USAS entschieden. Die USAS ist leider auch nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ich denke, jeder, der von uns Battlefield 3 von Anfang an gespielt hat, der weiß, wie stark die USAS am Anfang war. Da war die ja völlig überpowered und jeder von uns hat versucht, so schnell wie möglich erstmal Rang 45, glaube ich, war es zu werden, um das Ding freizuschalten, weil das wie ein Kanonenrohr war, das man in der Hand halten kann. Also es war unglaublich, was die damals für einen Schaden gemacht hat. Jetzt haben die aber so weit runtergenommen, dass die Splittermunition wirklich kaum Mannstoppwirkung hat. Das ist hauptsächlich zur Niederhaltung. Also man bekommt auch wirklich unheimlich viele Niederhaltungspunkte. Das war gerade in der ersten Runde, ist mir das aufgefallen. Ich habe keine Leute gekillt, war aber fast immer Erster, weil ich so viele Punkte durch Niederhaltung da ganz einfach gemacht habe. Ich denke, ich habe die halbe Map da niedergehalten, wenn ich da immer losgeschossen habe. Ja, aber halt die Mannstoppwirkung ist nicht wirklich berauschend. Genauso ist halt mit dem Infrarotvisier, muss man halt auch sagen, die Distanz, es macht sich halt relativ gut jetzt hier auf der Close Quarters Map, muss ich sagen. Also da bin ich wirklich begeistert gewesen, dadurch, dass man halt einen Raum relativ gut scannen kann. Also gerade wie am Anfang auch hier in dem Gameplay sieht man ja, wenn die sich so hinter Tischen oder so verstecken, hat man die natürlich gleich im Visier. Oder wie hier, jetzt kommt der, rennt zwischen meinen Kollegen lang. Ja, konnte ich natürlich gleich gut ausmachen, wo der ist und den abschießen. Das macht sich relativ gut. Auf normalen Maps ist das wieder relativ schlecht mit diesem Visier, weil die Reichweite unheimlich gering ist. Das heißt, ich habe das paar Mal auf Metro ausprobiert damit und ja, alles, was, keine Ahnung, weiter als einen halben Raum entfernt ist, sieht man schon gar nicht mehr. Also was man selbst aus der Hüfte noch locker sieht, das verschwimmt in dem Infrarotvisier dermaßen schlimm. Und selbst wenn man sich denkt, ja, hier, vielleicht hat man einen taktischen Vorteil, wenn einer Rauch macht oder so. Nee, ist nicht der Fall. Also wenn er in eine Rauchwolke reinguckt mit dem Infrarotvisier, seht ihr gar nichts mehr. Ja, deswegen ist es halt einfach nicht das einfachste Setup gewesen, was ich gespielt habe, aber auf jeden Fall war es dann doch ganz lustig, als ich mir halt darauf eingestellt habe. Und ich bin dann halt immer so vorgegangen, dass ich im Prinzip erstmal den Raum abgescannt habe mit dem Infrarotvisier, quasi erstmal so um die Ecke reingeguckt habe. Und wenn ich dann Gegner gesichtet habe, dann bin ich halt drauf los und habe versucht, die möglichst aus der Hüfte abzuknallen, damit ich halt auch noch was sehe. Aber hin und wieder hat es auch geklappt halt durch das Scope. Das geht schon, also so schlimm ist es dann doch nicht. Also zumindest halt jetzt auf den engen Räumen. Und ja, dann war am Ende, muss ich ehrlich sagen, es hat mir Spaß gemacht, das zu spielen. Wie gesagt, am Anfang dachte ich, ja, das Jimpanze spinnt und wie kann man so einen Mist machen, aber ich muss sagen, mit der Zeit
war das relativ lustig. Gerade weil sich, denke ich mal, Gegner auch unheimlich ärgern, wenn man die mit der Usas mit Splittermunition noch killt. Ich kenne das zum Beispiel von einem Kollegen von mir immer, wenn der von irgendjemandem oft gekillt wird und der schiebt einen richtigen Hass auf den, dann jagt er den nur noch mit der Usas, nur um dem ins reinzuwirken. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so der Usas-Fan. Also mir macht das eigentlich so normal keinen Spaß. Aber in der Konstellation, muss ich sagen, hat es wirklich richtig Laune gemacht am Ende. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an Jimpanze. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, halt diese Herausforderung anzunehmen. Und ich hoffe, dir gefällt mein Video ja auch. Ja, und im Großen und Ganzen war es das von mir. Die Runde ist auch gleich zu Ende. Ich habe noch eine süße Abschlussszene für euch. Besucht mich doch auf meinem Kanal oder kommentiert das Video, wie es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass der eine oder andere da auch Spaß dran hat, das zu gucken oder es vielleicht nachmacht und dann mir wiederum eine Videoantwort schickt. Das fände ich auch sehr cool und sehr lustig. Ja, und ansonsten erhaltet ihr in der nächsten Woche auch von mir mal wieder ein paar neue Infos. Ich war jetzt ein bisschen im Ruhestand sozusagen. Also ich habe jetzt eine ganze Zeit lang nichts gemacht, weil das hing unter anderem so mit privaten Sachen zusammen. Ich war ja ein bisschen von dem Hochwasser betroffen auf der einen Seite und dann die ganzen News mit der E3 und so weiter. Da wusste man ja auch nicht. Man wurde ja förmlich erschlagen mit den ganzen Neuigkeiten. Da kommt von mir auf jeden Fall in der nächsten Zeit jetzt auch wieder mehr. Ja, und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, euer Tony Crime. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.